Herzlich willkommen zum vierten und damit dem vorerst letzten Video unserer kleinen Vanlife-Serie auf diesem Kanal. Nachdem ich euch in den letzten Videos ja schon ausführlich gezeigt habe, welche Schuhe und welche Klamotten ich auf meinen Reisen mit dabei habe, wollte ich euch in diesem Video einfach mal ein paar Tage lang mitnehmen und euch zeigen, wie ich diese Sachen in unserem Vanlife-Alltag kombiniere, um auf alles vorbereitet zu sein. Nochmal als kurze Erklärung vorweg, wir sind mittlerweile seit 2 Jahren Vollzeit im Van unterwegs und das bedeutet für uns eben auch, dass wir auf alle Jahreszeiten vorbereitet sein müssen. Wir sind zum Beispiel im Sommer losgefahren nach Finnland, hatten da richtig schön warme Temperaturen, waren dann ein paar Wochen in Norwegen unterwegs, wo das Wetter einfach super wechselhaft war und sind jetzt in Nordschweden unterwegs und hier ist es mittlerweile richtig kalt geworden. Dazu kommt allerdings, dass unser Stauraum im Van wirklich sehr begrenzt ist und deswegen können wir zum Beispiel auch keine dicken Winterjacken mitnehmen und deswegen bedeutet das für uns in erster Linie Zwiebelprinzip und dass unsere Sachen im besten Fall multifunktional sein sollten. Ich hoffe, ich kann euch das in den nächsten Tagen ganz gut demonstrieren, also lasst uns doch direkt mal reinstarten. So, heute ist Mittwoch. Wir haben den Tag bisher nur mit Arbeiten verbracht, aber ich gehe jetzt eine Runde mit Cody raus und weil es draußen nur 5 Grad sind, muss ich mich heute richtig dick anziehen. Ich habe jetzt hier schon meine Sportleggings an, aber weil das noch ein bisschen kalt ist, ziehe ich auf jeden Fall noch eine Hose drüber. Und genauso mache ich es eigentlich auch oben rum. Ich habe hier jetzt schon ein langärmeliges Oberteil an und ziehe hier jetzt noch meinen Pulli drüber. Damit ich keine kalten Füße kriege, ziehe ich noch meine Merino-Wollsocken an und als Schuhe trage ich heute meine Wanderschuhe. Die trage ich bei den Temperaturen nämlich auch einfach als Winterschuhe. Und dann fehlt nur noch meine Mütze und meine Jacke und dann kann es auch schon losgehen. Hallo, es ist der nächste Tag. Gestern ist tatsächlich nicht mehr so viel passiert, deswegen nehme ich euch heute wieder mit. Ich gehe gleich erstmal einkaufen und draußen ist es immer noch richtig kalt, aber ich bin ja die meiste Zeit sowieso drin, deswegen ziehe ich mich heute nicht ganz so dick an. Ich habe jetzt schon meine Sportleggings und wieder ein ganz normales T-Shirt an und darüber ziehe ich meine Wolljacke von Gieswein. Die hält mich nämlich richtig schön warm, ohne dass ich noch was drüber ziehen muss. Und als Schuhe trage ich heute meine Organic Sneaker. Die trage ich im Alltag nämlich meistens, vor allem wenn wir mal in der Stadt unterwegs sind. Wir sind nach dem Einkaufen noch ein Stück weitergefahren und machen uns hier jetzt einen gemütlichen Abend. Das Thermometer draußen zeigt nur 3 Grad an und obwohl die Standheizung läuft, finde ich es hier drin ganz schön frisch. Deswegen ziehe ich jetzt mal meine Merino-Wollsocken vom Gieswein drüber. Und meine Schlappen trage ich heute einfach mal als Hausschuh, damit ich keine kalten Füße kriege. Heute ist Freitag und wir haben ein bisschen früher Feierabend gemacht, weil wir das schöne Wetter heute für eine kleine Wanderung nutzen wollen. Deswegen habe ich auch heute wieder meine Sportleggings und ein langärmeliges Oberteil an und darüber ziehe ich noch meine Wolljacke von Gieswein. Dazu kommt dann noch meine Mütze, Wollsocken und meine Wanderschuhe. Ich hoffe, euch hat diese Videoserie gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Tipp für euer nächstes Vanlife-Abenteuer mitnehmen. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht und wir sehen uns im nächsten Video.